Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Und heute sind wir mal wieder in Italien unterwegs, genauer gesagt in den Dolomiten. Und ich bin auf dem Weg zu einem ganz besonderen Spot, den ich schon seit Jahren auf der Liste habe. Und endlich habe ich es jetzt mal in die Dolomiten geschafft. Das Wetter sieht richtig gut aus. Man muss dazu sagen, wir waren gestern Abend schon einmal hier, haben aber leider nicht die richtige Location bzw. den richtigen Fotospot gefunden, den ich eigentlich so im Kopf hatte. Und heute sind wir wesentlich früher da. Wir haben die Location bereits gefunden und jetzt geht es daran, das richtig zu fotografieren. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. So Leute, wir sind fast da. Ich habe jetzt auf der Karte noch zu stehen, ungefähr 3 Minuten laufen. Ich sehe aber da hinten schon, dass da die Hütten stehen, die ich fotografieren möchte. Und ich bin richtig gespannt. Gerade eben ist jetzt auch endlich die Sonne rausgekommen. Und ihr seht es jetzt schon, die Sonne scheint richtig schön hier so ins Tal quasi rein, auf die Alm. Und beleuchtet alles richtig cool. Wenn die dann noch ein bisschen tiefer wird, dann scheint sie auch richtig schön hinten die Berge an. Und hoffentlich kriegen wir am Ende auch noch ein richtig schönes Alpenglühen hin. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und jetzt die letzten Meter noch. Die Beine tun echt weh, aber so ist es nun mal. Jetzt hier einen Spot rausgesucht, habe jetzt hier die Kamera aufgebaut und ja, von der Komposition her bin ich eigentlich schon ziemlich zufrieden. Ich blende euch mal das Bild ein. Wir haben hier eigentlich so den klassischen Shot, den man kennt, mit den beiden Hütten im Vordergrund. Rechts und links habe ich jeweils ein paar Bäume zu stehen, um dem Bild so einen natürlichen Rahmen zu geben und im Hintergrund natürlich dann die Berge, die schön von der Sonne noch angestrahlt werden. Und das Schöne ist jetzt, dass da auch noch so ein paar Wolken dazwischen kommen. Das heißt, wir haben so ein bisschen Licht- und Schattenspiel auf den Bergen. Die Wolken machen das Ganze in den Bergen noch mal so ein bisschen dramatischer und von daher denke ich, wird das ein echt cooler Shot. Wir warten jetzt hier noch ein bisschen. Wir sind hier angekommen, als die Sonne noch hier reingeschienen hat, direkt auf die Alm. Die ist jetzt weg, die scheint jetzt nur noch auf die Berge im Hintergrund. Und das macht das ganze Bild auch noch mal ein bisschen spannender. Und ich denke mal, dass man da verschiedene Versionen dann am Ende auch bearbeiten kann. Einmal mit der Sonne hier auch im Vordergrund und einmal mit der Sonne nur im Hintergrund auf den Bergen. Weil ja immer wieder sehr viele Leute nach meinen Kameraeinstellungen fragen, auch in diesem Video wieder. Ich mache das Ganze hier wieder vom Stativ aus, weil ich dann einfach wesentlich besser die Komposition finden und wirklich haargenau einstellen kann und vor allem auch mehrere Bilder hintereinander wirklich pixelgenau übereinander legen kann, falls ich das nötig habe. Ansonsten ist die Nikon D850 hier oben drauf, diesmal mit meinem 24 bis 70 mm Objektiv, denn ich bin hier aktuell bei 35 mm. Ja, normalerweise bin ich ja relativ weitwinklig. In diesem Fall habe ich ein bisschen weiter reingezoomt und vorne drauf habe ich hier wieder meine Filter, dazu komme ich gleich. Ansonsten Kameraeinstellung an sich, ich bin bei ISO 100, ja, nicht bei ISO 64, ich habe ISO ein bisschen höher gedreht, damit die Verschlusszeit kurz bleibt. ISO 100 ist immer noch völlig in Ordnung, aber ich möchte die Verschlusszeit ein bisschen kürzer halten, einfach weil hier das Gras ein bisschen im Wind weht und das möchte ich trotzdem komplett scharf haben. Deswegen einfach ein bisschen die ISO höher gedreht. Ansonsten Blende eigentlich wie immer in der Landschaftsfotografie bei mir bei Blende 8, weil das wie gesagt so dieser sogenannte Sweet Spot ist bei meinen Objektiven und sie da am schärfsten sind. Und ansonsten die Verschlusszeit aktuell ist sie bei einer Fünftelsekunde.
das ändert sich jetzt natürlich. Es wird immer dunkler. Die Sonne ist jetzt hier im Hintergrund hinter uns schon untergegangen, also zumindest hinter dem Berg verschwunden. Und deswegen wird das Ganze jetzt hier im Vordergrund zumindest immer dunkler. Auf dem Berg hinten, da scheint sie noch drauf. Und ich hoffe natürlich, dass wir nachher auch noch dieses Alpenglühen haben. Und von daher habe ich jetzt hier auch noch Filter drauf. Und zwar habe ich hier wieder von Nisi den S5 Filterhalter drauf. Mit dabei ist jetzt hier einmal der Polfilter, den ich nutze. Gerade bei 35 mm hat er auch noch einen besseren Effekt als beim Weitwinkel, weil da einfach über das gesamte Bild dieser Effekt gelegt wird. Beim krassen Weitwinkel, da hat man manchmal das Problem, dass dieser Effekt von dem Polfilter nur selektiv an manchen Stellen zu sehen ist. Und das ist dann immer ein bisschen doof. Und ich habe hier vorne noch ein Verlaufsfilter drauf. Nicht wie üblich den 3-Stop-Verlaufsfilter, sondern diesmal den 4-Stop-Verlaufsfilter, weil die Berge im Hintergrund doch sehr, sehr hell sind und das kann ich damit einfach noch ein bisschen besser ausgleichen. Wenn ich die jetzt wegnehmen würde, wären die Berge einfach komplett überstrahlt und der Vordergrund viel zu dunkel und so kann ich das ganze Bild von der Belichtung her einfach noch viel besser angleichen. So Leute, ich habe jetzt hier nochmal das Teleobjektiv draufgepackt, das 70-200. Ich habe es tatsächlich mit hier raufgeschleppt, aber aus gutem Grund, weil ich mir schon gedacht habe, dass wenn die Wolken heute so ein bisschen um die Berge herum sich ziehen, dass man dann richtig coole Detailshots auch nochmal machen kann. Und genau das mache ich gerade. Ich bin jetzt hier auf fast 200 mm. Und fotografiere jetzt wirklich nur so die Berge bzw. die Bergspitzen und die Wolken, die sich darum ziehen. Und das ist auch nochmal richtig cool. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Effekt. Und die Bilder blende ich euch auf jeden Fall auch gleich nochmal ein. Also Landschaftsfotografie ist nicht immer nur weitwinklig, sondern man kann auch wirklich gut Detailshots machen und da nochmal eine ganz andere Perspektive rausholen und von derselben Location ganz unterschiedliche Bilder rausziehen, die am Ende völlig unterschiedlich aussehen. Und dadurch habt ihr dann am Ende auch mehr tolle Bilder. Also Tipp an der Stelle, wenn es irgendwie geht, nehmt immer auch ein Teleobjektiv mit. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe da unten noch eine schöne andere Perspektive gefunden. Bisher hatte ich ja immer beide Häuser hier im Vordergrund. Ich glaube, ich nehme jetzt das rechte mal raus und konzentriere mich nur auf die linke Hütte da. Die ist noch ein bisschen größer und deswegen gehe ich jetzt mal nach da unten und werde da mal schauen, ob ich da noch mal eine schöne Perspektive finde. So Leute, die Perspektive hat sich auf jeden Fall auch nochmal richtig gelohnt. Jetzt ist auch eigentlich vorbei mit der Sonne. Alpenglühen ist auch vorbei. Und deswegen würde ich sagen, trägt mal so langsam die Heimreise an. Wir müssen immerhin noch 4 Kilometer ungefähr bis zum Auto wieder zurücklaufen. Und morgen früh geht es direkt weiter. Deswegen sage ich an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt gerne einen Daumen nach oben geben. Und falls ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, wie immer unten in die Kommentare damit. Ansonsten abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht getan habt. Und schaut bei Instagram vorbei. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.